Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die Rehbach und ich glaube, das müsste jetzt schon die dritte Folge sein, denn ich nehme jetzt wieder nacheinander hier Folgen auf, weil die Map macht so richtig Spaß. Wir sind unterwegs mit dem Favorit 515 und der Kollege macht jetzt aus der Heuschwart bzw. aus dem Heu jetzt eine Schwart und ich muss da ein bisschen aufpassen. Ja, da habe ich mehrere Schwarten schon bereits zusammengelegt. Deswegen hoppelt er hier auch schon über die Schwart drüber. Die ist richtig dick und kräftig. Das hat sich auf jeden Fall gut gelohnt. Ich lasse noch ein bisschen Gras auch noch liegen, weil da möchte ich noch was ins Silo kippen, ins Fermenter-Silo, damit wir auch ordentlich Silage bekommen für über den Winter. Auch wenn wir nur 5 Kühe haben, müssen wir da schon ein kleines bisschen aufpassen. So, also wir legen hier noch die Schwart. Das werden noch 2, 3 Bahnen sein. Und dann sammeln wir mal das erste Heu mit dem Ladewagen ein. So, Delay, dann schauen wir mal, wie es hier auf dem anderen Feld weitergeht. Denn der Dominator hat hier richtig zu tun. Und wir haben auch schon die erste Fuhre Weizen weggebracht. Das dürfte jetzt also die letzte Bahn sein. Dann sind wir hier mit dem Feld durch, aber leider noch lange nicht, was das Thema Pressen angeht. So, da will ich jetzt einfach mal hier die Bahnen hier vorne fahren, damit wir einfach Ballen hier zentral am Anfang des Feldes haben. Und den Rest hole ich dann mit dem Ladewagen. Aber ihr seht es schon, ist klar, nee. Bei 5 Meter Arbeitsbreite liegt natürlich die Strohschwart relativ nebeneinander. Also dicht beieinander. Und logischerweise ist die Schwart auch nicht gerade allzu groß oder allzu dick. Und deswegen werden wir hier schon einige Meter auch abfahren müssen, bis hier ein kleiner 125 Zentimeter Ballen aus der Pöttinger Presse dann auch herauskommt. Und die Ballen müssen wir pressen, zumindest Stand jetzt. Denn ich habe versucht, Stroh in der letzten Folge lose in den Kuhstall zu werfen. Das hat zuerst mal nicht funktioniert. Ballen nimmt er und da müssen wir mal checken, wie wir das am geschicktesten hinkriegen. Eventuell müssen wir das Stroh, oder eine Option wäre natürlich das Stroh auch über den Futtermischer. Naja, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass das mit dem Futtermischer auf jeden Fall klappt. Das werden wir dann alles noch sehen und prüfen. Wie sieht's aus? Oh ja, der Klaas macht die letzte Bahn. Und dann sind wir soweit durch. Ja, wie sieht die Zukunft hier auf der Rehbach aus? Natürlich werden wir jetzt erstmal gemütlich mit dem bescheidenen Anfangskapital von 100.000 Euro, wo ja auch schon die ersten Verkauf bzw. die ersten Käufe über den Tisch gegangen sind, werden wir hier erstmal starten. Aber es gibt natürlich immer zwei Dinge, die ich unheimlich gerne auf so einer Map hätte. Wir werden mit Sicherheit den Ballenwagen bzw. unseren kleinen Drehschemel-Anhänger austauschen, weil mit dem da oben, mit dem Glas, sind wir ja schon mal ganz zufrieden. Aber wir brauchen einen vernünftigen Ballenwagen und zwar so einen Semi-Auto-Load, wie ich ihn ja auch auf den anderen Maps immer benutze in unseren Projekten, zum Beispiel auf der Oberschwaben oder im Alteiche-Projekt, die wir ja als Stream-Projekte am Montag und donnerstags immer hier haben. Und das hat den einfachen Grund, dass ich mich natürlich hier bei dieser Anzahl von Ballen dann hoffentlich etwas leichter tun werde. Denn ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir uns nicht sofort auch das zweite Lieblingsgerät von mir kaufen werden, nämlich den Teleskoplader. Yep. Für mich gehört einfach ein Teleskoplader, ja was ist denn heute wieder los, auf den Hof. So schön auch der kleine Schäfer ist, aber er ist nun mal klein und ich habe so das Gefühl oder Bedenken, ob der tatsächlich hier die Ballen transportieren kann. Wir werden es sehen. Also die Ballen werden wir höchstwahrscheinlich auf jeden Fall hier mit dem Frontlader und dem Glas verräumen. Aber ich bin jetzt gerade geneigt, erstmal ja, den Drescher zu verräumen. Und ich gehe auch davon aus, dass sich gleich rechts oben unser Fendt meldet, dass er nämlich auch durch ist. So, ich wollte mal schauen, wie viele Ballen machen wir denn? So 10 bis 12 eigentlich. Denn zum Mischen schmeißen wir alles in die, ins Fermenter-Silo. So, mal stopp, stopp, stopp. Schauen wir mal. Ja, 5000 Liter ist schon nicht schlecht, ist schon okay.
Wir holen uns den Anhänger und dann werden wir den Dominator mal abtanken. Ja, und da oben steht es jetzt schon. Also der entsprechende Helfer hat die Arbeit beendet und das wird natürlich unser Feind sein. So, dann schauen wir mal. Ich bin nämlich geneigt, eher mit dem Glas zu arbeiten, was letztendlich den Ladewagen angeht. Und da müssen wir mal schauen, wie wir das am besten managen. So, Motor an. Ausklappen. Oh ja, und wir müssten eigentlich alle Geräte in die Werkstatt bringen. Was die Wartung zumindest angeht. So. Okay, da haben wir fast 2 Wagenladungen weggebracht. Den Dominator zusammenklappen ist ja nicht viel. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier das Ding hier wieder treffen. Okay. So, das müsste doch passen, oder? Sehr schön. Und dann ist das Ganze auch erstmal ein bisschen aufgeräumt. Wir haben ja noch ein weiteres Feld, ein Rapsfeld. Schauen wir mal ganz kurz in die Karte. So, Dele, wo haben wir das Rapsfeld? Die 13 ist es, ne? Ja, die 13, die gehört uns und da müsste Raps drauf sein. Schwuppdiwupp und richtig, Raps. Sehr schön. Okay, dann machen wir hier erstmal den Motor aus. Springe nochmal rüber zum Glas. Zum Glas. Zum Arion. Ja, ich tue mich einfach ein bisschen schwer noch mit den Namen. Mein Favorite ist halt einfach der Deutz Warrior. Und da schauen wir mal, ob man der vielleicht irgendwann mal im Gebrauchtmarkt hier auftaucht. Denn es ist klar, wir werden hier am Anfang natürlich eher mal über den Gebrauchtmarkt gehen. Deswegen auch nur die nötigsten Gerätschaften kaufen, wie eben diesen Ballenwagen, den ich gerne hätte. Von Krone. Auch ein wunderschöner Mod, der sehr flexibel einzusetzen ist. So, hier ist unser Silo hier hinten. Und da kippen wir mal ab. Sehr schön, machen wir schnell noch ein Thumbnail für die Ahnengalerie. Dann könnten... Oh, was ist jetzt hier los? Wo hängt der? Wo hakt der? Ach, da oben. Kollision. Okay. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt müssen wir gleich hier rechts rum. Und ich überlege gerade, weil wir brauchen den ja auf jeden Fall noch fürs Rapsfeld. Dann müssen wir den ja nicht verräumen. Aber auf den Hof müssen wir ihn eigentlich auch nicht stellen. Dann könnten wir ihn ja erstmal hier an der Seite parken und dann rüber mit dem Ladewagen. Weil wir dann relativ zügig anfangen könnten mit Mischrationen. So, immer hier schön im Kreis fahren. Aber zum Glück haben wir ja auf dem Hof auch ein Ballenlager, sodass wir auf jeden Fall die Ballen auch versorgt bekommen. Ohne große Action. Ja, den hätten wir gar nicht verräumen müssen. Den brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Sehr schön. Und den Strautmann, auch so ein Klassiker. Dann können wir hier wieder geradeaus rausfahren. Also der Hof gefällt mir sehr gut. Einfach, wenig, aber trotzdem effektiv. Und das Wichtigste ist alles da, was wir brauchen. Wie zum Beispiel die Mistplatte, dann natürlich das Fermentersilo. Da sparen wir uns die Durchfahr- oder Kopfsilos. Das macht natürlich das Arbeiten deutlich leichter. Zumal wir dann auch wissen, wo wir unser Stroh reinkippen können. Ne? Die wichtigsten Materialien können wir dann da auf jeden Fall unterbringen. So, jetzt schaue ich mal. Wir fangen hier an. Dann ist es auch verräumt. Ja,
Oh ja, da tut er sich natürlich schwer. Ist jede Menge Material. So. Ah, da oben steht er. Dann nehmen wir die Bahn hier. Tempomat rein und los geht's. Sehr schön. Und Paddy spielt die Map auch, habe ich jetzt gesehen. Der ist auch ganz vernarrt in sie. Naja, war ein bisschen skeptisch, wie ich mitbekommen habe, weil ihm die ersten Streetshots gar nicht so gut gefallen haben. Aber im Endeffekt gefällt ihm der neue Hof auf jeden Fall auch. Der Ahnenhof, der Starthof. Und es gibt ja noch einen zweiten Hof, der Eberhof, der wurde auch neu gebastelt. Und das ist ja eine wunderschöne Map, auch zum Multiplayer, weil wir haben eine Summe 6 Höfe, 2 Kuhhöfe, wir haben einen mit Pferden, wir haben einen Schweinehof, wir haben einen Schafhof. Also es ist irgendwie alles da, wunderbar hier auf dieser Map, die ja nicht allzu groß ist, aber es ist jede Menge Platz für jede Menge Höfe im Multiplayer, genügend Felder. Also hier kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr schön austoben. Mit Sicherheit eine der schönsten und besten Maps vom Kalle. So, dann nehmen wir hier drüben noch ein bisschen mit. Das ist die ganz dicke Schwart. Und dann ab damit in Silo. Und im Prinzip können wir jetzt schon anfangen, die erste Futtermischration bzw. die erste Futtermischung für unsere Kühe zu basteln. Und so haben wir schon nach 3 Folgen alle wesentlichen Bestandteile, nämlich Silage, Heu und Stroh. So, und am besten kommen wir hier zu unserem Produktionssilo, wie es ja jetzt hier auf der Map heißt, indem wir von hier anfahren. Ja, und so wie gesagt, werden wir uns jetzt die ersten Monate bis im Winter erstmal durchschlagen, mal schauen, was uns der Gebrauchthändler so anbietet. Schauen, dass wir natürlich unsere Gerätschaften hier ordentlich verarbeiten bzw. warten und in Schuss halten, damit wir dann ins nächste Jahr starten können mit ordentlichen Gerätschaften. So, wir holen nochmal eine Wagenladung und dann schauen wir mal, ob wir unsere Kühe glücklich machen können und auf 100%, denn wir haben ja zuerst nur Heu eingeworfen. Aber das ging jetzt doch deutlich schneller, als ich dachte hier. Denn die Wiesen, dann natürlich ein Weizenfeld, also alles, was man eben am Anfang braucht, um starten zu können, ist da. Ja, was wir auf jeden Fall auch noch machen müssen: sämtliche Felder, die uns gehören, und das sind 4 Stück, ein Grasfeld, 2 Grasfelder haben wir und eben das große, große Weizenfeld und dann noch eben das Rapsfeld. Die werden wir alle 4 pflügen müssen. So habe ich das hier jetzt auch eingestellt. Lesesteine habe ich ausgeschaltet. Lesesteine sind nicht mein Ding. Was natürlich dann im Umkehrschluss heißt, wir müssen Kalk hinzukaufen. Ja, aber die Felder sind auf jeden Fall ergiebig, obwohl sie noch nicht bearbeitet sind. Ah, wir dürfen nicht vergessen, wir müssen auf jeden Fall noch für die Umweltbewertung, wir müssen noch die Bodenproben kaufen. So. Jetzt schauen wir mal, ob er das Gras liegen lässt. Das lässt er bestimmt liegen, oder? Ah, das hat er doch aufgesammelt. So, 94, 98 und da ist er da auch wieder voll, der Ladewagen. Ja, ich habe so den Eindruck von Heu. Heu werden wir mit Sicherheit noch 2 Wagen reinkriegen. Dann sind das 46, ja, da kommen wir auf 92. Und 92 müsste doch locker reichen. Ich meine, wir haben hier nur 5 Kühe.
Also das ist ja noch alles überschaubar. Aber schauen wir mal, vielleicht können wir ja noch 5 dazu kaufen. Denn ich denke mal, am Anfang wird uns natürlich Milch erstmal über Wasser halten. So, wir starten ja hier als Standard neuer Farmer. Das heißt, wir müssten auch von der Schwierigkeitsstufe müssten wir auf einfach sein, genau. Und das heißt, dass wir natürlich die besten Preise kriegen. Ja, wir sehen es hier oben, Weizen, 831, 928, 1200 dann im Januar. Und jetzt will ich gleich mal gucken wegen der Milch. Milch 3 Liter, okay, viel geben die Tierchen noch nicht. Aber da kriegen wir 2200, fast 2,3 und im Moment sind wir schon bei 2100. Also soll man schon schauen, dass wir möglichst zügig die Milchproduktion steigern. So, wir lassen mal hier den Ladewagen kurz stehen. Denn jetzt reizt es mich zu sehen, wenn wir jetzt Kraftfutter reinwerfen, Mischration. Dazu holen wir jetzt mal hier den Mixer raus, den Silo King. Ja, stopp, stopp, stopp. Mein Lieblings-Silo King, 22.000 glaube ich. So, dazu wieder mal die Hilfe einschalten, sonst kann es doch wieder schief gehen. Okay. So, ich denke, wir fahren mal rückwärts ran. Oh ja, das sieht auch schon bös gebraucht aus. Okay, Befüllung starten. Jetzt ist ja das Thema, wir haben 7000 Silage. Die hauen wir mal komplett rein. Okay, dann machen wir mal 4000 Stroh. Stopp. Und jetzt machen wir Heu. Okay. 19.522. So, nicht zu viel, sonst haben wir es wieder überpaced sozusagen. Ups, falsch. Heu machen wir voll. Okay, 22.000, ideal. Dann schauen wir mal, ob wir hier vorne reinkommen. Ich meine, das Tolle ist ja schon, oder das Spannende ist schon, dass er hier dieses Gebäude noch dran gebastelt hat. Ja, das sieht nicht so aus, als wenn wir da so reinkommen. Dann fahren wir wieder einmal rum. Ich vermute sowieso, dass wir mit den 22.000 Litern das Ding jetzt gleich voll machen für die Kühe. Dann haben die Futter bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. So, Abkippseite ist links. Das werden wir ändern auf rechts. So, Dille, hervorragend. Und raus das Material. Was sprechen unsere Kühe? Oh doch, da geht ganz schön was rein. Gülle und Milch, Stroh haben wir eingeworfen. Das heißt, die müssten auf jeden Fall auch schon Mist produzieren. Ist leer? Ist leer? Okay. Ja, okay. Da will ich mal gucken, da hinten auf der Mistplatte. Tatsächlich, Mist ist auch da. Funktioniert also auch. Hervorragend. So, jetzt müssen wir uns wieder Gedanken machen, wo stellen wir den Kollegen hin, denn den können wir jetzt so nicht drin stehen lassen. Ja, obwohl doch, um Stroh einzuwerfen, könnten wir den so stehen lassen, weil das können wir ja auf jeden Fall weiter vorne dann ablegen. Ja, lassen wir mal. Okay, sehr schön. Hervorragend. Dann hätten wir das ja jetzt auch geschafft. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass es unseren Kühen gut geht. Die bringen wir jetzt relativ zügig auf 100%. Und dann wird dann werden wir in einem Land sein, wo Milch und Honig in Strömen fließt. Naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Zumal wir noch keine Bienchen haben, damit Honig produziert wird. Aber da können wir uns dann auch mal Gedanken machen. So, also Leute, wir sind auf der Rehbach unterwegs und voll in Arbeit.
Action. Also wir haben hier gut zu tun. Ich werde jetzt hier noch das restliche Material von dieser Wiese hier einsammeln und ins Silo bringen. Sudele. Und dann schauen wir mal. Ich denke, den Rest, das passt so. Also Heu haben wir dann eigentlich genug. Wir machen dann hier noch Silage. Wir werden auf jeden Fall in diesem Jahr noch einen Schnitt machen. Da bin ich mir relativ sicher. Und insofern sollte das dann eigentlich auch passen hier auf dieser Map. Ansonsten, wenn ihr gerne mal zuschalten wollt in einem Livestream von mir, donnerstags und montags sind wir unterwegs. Entweder auf der Alteiche oder auf der Oberschwaben. Die Map vom Yogi, dann würde ich mich freuen, immer ab 20.30 Uhr für circa 2 Stunden, aber gerne dann auch ein bisschen mehr, wenn ihr Bock habt. Also, ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen und sage an der Stelle wie immer, tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal, euer Baden-Farmer.